Hey, hey, hey zusammen! Ich melde mich endlich mal wieder. Und zwar bin ich jetzt in den USA alleine unterwegs. Ich hatte mit der Johanna 6 Wochen zusammen. Und wir haben Las Vegas gemacht, haben da 7 Tage bis nach Colorado und wieder zurück nach Las Vegas. Und wir haben da nur im Auto geschlafen, auf unseren Fahrersitzen. Und das war halt so anstrengend, dass wir dann in Seattle erstmal im Hostel gewesen sind für, ich glaube, 2 oder 3 Nächte. Dann haben wir uns nochmal ein Auto genommen, sind mit für 15 Tage sind wir nach Forks, wo die Twilight-Filme entstanden sind, halt von den Büchern, nicht die Drehorte. Dann sind wir nach Yellowstone, nach Cody, Cowboy-Stadt, wo wir richtig coole Cowboy-Stiefel gekauft haben. Und dann sind wir hoch nach Banff und Jasper in Kanada, in den Nationalparks, waren da ein bisschen hiken. Und dann waren wir noch in Vancouver und sind dann nachher von Vancouver runter nach Seattle wieder. Dann ist die Johanna nach Auckland geflogen und ich bin dann nach Chicago geflogen. Und ihr werdet jetzt einfach Zusammengeschnittenes aus den USA sehen. Und dann werde ich euch jetzt wieder ein bisschen mehr auf den Roadtrip mitnehmen, den ich alleine mache. Und dann werden wir mal schauen, wie das so läuft. Ja, und dann hoffe ich, dass ich mich wieder an die Kamera gewöhne und wie gewohnt hier reinquatsche und euch ein bisschen was zeigen kann von den USA. Weil ich bin jetzt in Boston und das ist jetzt meine erste Nacht. Ich bin heute Morgen um 9 Uhr angekommen. Ich bin um 3 Uhr nachts aufgestanden in Chicago zum Flughafen, bin dann hierhin. Ich habe im Flugzeug nicht schlafen können, wie immer. Bin dann halt hier um 9 hin, habe das Rental-Car geholt. Das war auch eine super geile Geschichte, Rent-A-Car. Ich habe es bei Alamo gebucht. Natürlich muss man dann, wenn man es auf der direkten Seite bucht, wieder eine Versicherung dazu buchen, wenn man andere Leute anfährt, Hunde oder wie auch immer, dass man dann auch versichert ist. Das hatte ich halt nicht und das sind $15 pro Tag, die nochmal draufkommen. Somit bin ich dann bei $50 pro Tag fürs Auto. Und dann bin ich zu den Autos gekommen und ich hatte halt eine Economy gebucht und das war dann nachher so ein kleiner roter Toyota Nissa, Visa oder wie das auch immer heißt. Und ich habe dieses Auto gesehen und dachte nur so, oh shit, da passt auf jeden Fall keine Luftmatratze rein. Ich auch nicht, ich will nicht nochmal wieder ein Zelt kaufen. Judy, die mich in Boston empfangen hat, guckte mich an und meinte, ach nee, komm, wir haben so viele Autos hier, nimm doch einfach ein Midsize oder ein Comfort Car. So, dann habe ich mich für ein Comfort Car entschieden, bin damit, wollte dann raus aus der Schranke und die haben dann gesagt, so, oh, kann ich damit nicht fahren lassen, das muss in die Werkstatt. Und dann stand keine 5 Minuten neben mir ein niegelnagelneuer Toyota, der gerade 7 Meilen drauf hatte. Und ich so, Alter, wie geil ist das denn? Hab mich schon im Himmel gesehen. Und jetzt bin ich hier total übermüdet bei diesem Campplatz angekommen, Ocean View in Well. Eigentlich wollte ich noch 3 Stunden weiterfahren, aber ich konnte nicht mehr. Ich habe gesagt, so, ich mache jetzt Pause, weil ich habe keinen Bock so auf Sekundenschlaf oder irgendwas. Und dieser Standplatz kostet hier $40 die Nacht. Das ist schon happig. Und komme ich hier hin und wollte die Rücksitze zurückmachen, damit ich meine 2 gekauften Isomatten da reinlegen kann. Und dann gehen diese Rücksitze nicht zurück. So, ist aber so geil, dass das Auto so groß ist, dass ich mich dann halt hinten auf die Rücksitze einfach drauflegen kann. Habe den Beifahrersitz nach vorne geschoben und werde halt damit einfach arbeiten. Und ich hoffe, das überstehe ich 10 Nächte. Weil ich habe keinen Bock auf irgendwas anderes und ein Hotel ist so teuer. Und das Gute ist bei den Campingplätzen, ich habe immer Toilette und Dusche mit dabei, das finde ich wichtig. Hier ist die Aussicht auch ziemlich schön. Ich zeige euch das einfach gleich. Ja, und dann hoffe ich, dass ihr viel Spaß habt bei den USA-Zusammenschnitten. Und dann sehen wir uns danach wieder für den Boston Roadtrip.